Ja, hallo, herzlich willkommen von Vom Adventure. Ja, noch war ich in Spanien und habe da ziemlich lange Pause gemacht, da habe ich nicht gefilmt. Dafür sind wir jetzt wieder up to date, das ist also fast wieder live. Und jetzt nehme ich euch mit, wie ich da durch Spanien ein Stück fahre und dann auch die Demonstrationen mit den Traktoren. Da ging es erstmal nicht weiter. Und dann bin ich halt in der Nacht bzw. gegen Abend losgefahren, weil da hat sich das alles aufgelöst. Dann konnte man besser fahren, zwei Nächte also in die Nacht hineingefahren, im Dunkeln. Ja, und jetzt aktuell in Frankreich und ja, jetzt schaut einfach mal rein. Okay, bis bald. Ich war jetzt, glaube ich, gut fünf Nächte in Alcaciras und jetzt bin ich aber weitergezogen. Ich bin Richtung Gorafe an Malaga bereits vorbei. Ja, und da erschließt sich mir dieser Anblick von diesen, ja, vermutlich Sandsteinen, ähnlich wie in der Türkei. Ich bin jetzt vor Gorafe und das ist ein Wahnsinnsausblick. Vor mir ein Vario, ein Aufbau-Vario und hier ist Piste. Bin also nicht alleine. Ja, ich konnte den Reifendruck während der Fahrt natürlich runter machen, hab den anderen Vario überholt. Bin jetzt ein bisschen schneller, keine Ahnung, da vorne. Sind noch andere. Wow, seht ihr das? Geier, glaub. Geil. Bin mit dem Bike zum zweiten Mal auf Erkundungstour und traumhaft diese Gegend. Sie sind wieder am Bäume pflanzen. Traumhaft, hä? Also da führt eine Piste runter, die ist aber stark ausgewaschen da an dieser Stelle. Da geht es ziemlich steil runter und da irgendwo ist es ausgewaschen. Das schaue ich mir jetzt an. Dieser Bereich da ist ausgewaschen. Aber machbar. Ja, und gleich nach der Kurve hier nochmal dasselbe. Da muss man die rechte Spur nehmen. Ist, ja, es ist steil, man braucht ein bisschen Mut. Und danach fährt man da im Canyon entlang. Und irgendwann geht es wieder steil hoch, habe ich mir sagen lassen. Und deswegen erkundigst du erstmal. Dann geht's hier wieder hoch. Das ist aber nicht schlimm, aber guckt euch das an. Hey, wow! Das ist wirklich eine Traumlandschaft. 40 Kilometer ist die ganze Tour einmal rundherum. Ich war jetzt gute 10 Nächte in Wienerost bei einem Freund, habe nichts gemacht. Jetzt wollte ich weiterfahren, bin genau 30 Kilometer weit gekommen und stehe mitten im Stau, Autobahn gesperrt. Da bin ich rausgefahren. Ja, jetzt habe ich mich daneben gestellt. Da sind Traktoren, sind am Streiken. Irgendwie haben sie ja recht. Sonst geht die ganze Landwirtschaft drauf. Ja, jetzt muss ich halt warten. Keine Ahnung, wie lange das dauert. Ja, dann esse ich halt was. Ist jetzt halt so. In Frankreich dasselbe. Überall sind sie am Streiken. Kein Wunder, wenn die Politik so beschissen ist, auf Deutsch gesagt. Gestern war ich noch am Meer, jetzt bin ich in Nordspanien, fast vor der Grenze, vor Frankreich. Ich muss nämlich nach Hause in die Schweiz wegen einem Todesfall. Ja, jetzt bin ich da unterwegs
und bin gerade aber noch mit den Wölfen auf einer Fahrradtour. Ja, praktisch nach Girona bin ich. Da ist viel Natur, auch ein Fluss. Ich stehe direkt an einem Fluss. Super schönen Platz gefunden. Und jetzt erkundigen wir noch ein bisschen die Gegend. Jetzt sind wir noch auf ein Camp gestoßen vom Zweiten Weltkrieg. Ja, und hier ist der Eingang. Ich war noch nicht drin. Jetzt gehen wir schauen. Für die Hunde das Gitterrost nicht ganz so gut. Brauchen wir Licht. So. Jetzt habe ich Licht. Ach, aber viel zu wenig. Also, aha. Ich sehe mehr in der Kamera. Das war einfach ein Bunker offenbar. Vielleicht für Zivilisten. Hier das, die Belüftung. Ja, mehr ist da nicht zu sehen. Ja, dann gehen wir weiter. So heißt das. Da fährt man weiter, da kommt der zweite Bunker oder schick mal Eiler voraus. Es geht da runter. Aha. Und da vorne wieder hoch. Oh je, ich sehe nicht viel, die Hunde sehen besser. Ja, da geht es wieder hoch. Keine Ahnung, was das für einen Sinn hat. He? Jetzt fahre ich gerade auf einem Damm. Links der Fluss. Eigentlich wunderschön hier, richtig viel Natur, verwachsen. Vögel. Und hier gibt es eine Brücke mit vielen Rohren, wie sie es in Marokko auch bauen. Ja, die Natur ist einfach schön. Und es gibt sie noch. Kann man trinken. Das gibt Durst. Hä? Wir sind wieder auf dem Rückweg, am Fluss entlang, zu Fuß oder mit dem Bike geht das gut. Mal schauen, wie lange. Aber es hat überall Vögel. So, wir sind wieder zurück und das hier ist mein Platz. Wunderschön. Und wenn es einen Fluss hat, dann stelle ich nie Wasser raus. Dann sage ich denen, sie sollen trinken gehen und dann gehen sie runter und dann saufen sie. Es ist 4 Uhr, ich fahre jetzt erst weiter, weil es hat weniger Verkehr und dann demonstrieren sie, glaube ich, nicht wie gestern, da ging gut. Jetzt erstmal wieder die Hauptstraße erreichen. So, und jetzt fährt man da runter in den Kanal. Das ist die Zufahrt, eine der Zufahrten. Ich bin gestern von einem anderen Weg gekommen durch den Wald, aber da hat es so viele Äste und hier hat es weniger. Es geht doch so über 1 Kilometer. Man darf da einfach nicht links in das kleine Wässerchen hineinfahren. Das wäre ganz verheerend. Aber die Straße ist breit, auch für einen Truck. Oh, jetzt hatte ich schon Bedenken, dass da vorne ein Tunnel ist und ich nicht durchkomme. Aber zum Glück geht es da hoch. Bin nach Frankreich gefahren, habe hier übernachtet, schön abgelegen. Und zwar
Bis auf die A75 und dann nach 20 Kilometern wieder raus. Und jetzt muss ich dann bald mal über die Berge fahren, weil morgen ist Regen angesagt, eventuell sogar Schnee da oben. Das ist mein Plätzchen neben einem Weingut und einem Fluss. Und hier hat es ein paar historische Dinger. Dieses Gebäude, was war das mal? Keine Ahnung. Jetzt noch eine kleine Geschichte. Oftmals, wenn ich spazieren gehe, habe ich da meine Tasse, die ich liegen lasse, wenn sie leer ist. Und oftmals vergesse ich die dann mitzunehmen. Das ist eine 1-Euro-Tasse von Ikea und ihr wisst nicht, wie viel Mal ich die schon nachgekauft habe. Ja. Jetzt schauen wir mal, was da unten los ist, was die da gemacht haben. Also auf der anderen Seite sicher mal eine Schiffsanlegestelle. Aber warum sie das hier da gemacht haben, keine Ahnung. Naja, den Wölfen gefällt's. Trotzdem schön. Also für Schiffe ist viel zu wenig Wasser. Ich habe keine Ahnung, was diese Riesenkonstruktion mal bedeutet hatte. Das hat ja richtig Geld gekostet, wenn man so denkt, was die da gemacht haben. Vielleicht weiß es jemand von euch. So, diesmal vergesse ich sie aber nicht. Hä? Hab sie wieder. Das kostet ja auch 1,50 unterdessen. Es geht weiter über diesen kleinen Damm, wo ich gerade so Platz habe, nach Clairaut-Ferrand, gute 350 Kilometer. Mal schauen, vielleicht nicht alles heute. Über die Brücke von Milau gehe ich nicht, ich gehe unter durch. Das kostet 30 Euro, das ist mir zu viel. Ja, es regnet bereits schon leicht. Hier unten ist 14 Grad, noch schön warm und jetzt fahre ich in die Kälte. Aber jetzt muss ich frieren, wie die meisten vermutlich von euch. Erstmal dran gewöhnen an die Kälte, 5 Grad ist für mich schon kalt. Jetzt fahre ich runter nach Milau und weil die nächsten paar Tage Regen zu erwarten ist, habe ich jetzt meine Lima dazu geschaltet und es lädt mit 118 Ampere. Beim Runterfahren mache ich die an. Das dauert ja ein Weilchen, bis ich unter bin. Ja, einfach ein bisschen vorbeugen, weil die nächsten Tage ist hier Scheißwetter. Ich habe jetzt die Zahlstelle umfahren, insgesamt 30 Minuten Fahrzeit da unten durch, 15 Minuten oben durch, macht netto 15 Minuten gespart, mehr, aber 30 Euro gespart, das lohnt sich doch. Übrigens darf man da unten durchfahren mit Wohnmobilzulassung. 80 Kilometer vor Clairaut-Ferrand, A75 verlassen. Und da unten ein schönes Plätzchen gefunden. Dann gleich mal mit den Wölfen laufen gehen. An einem kleinen Weiher stehe ich da, super. Ja, den Platz habe ich natürlich wieder mit Satellitenbilder gefunden und nicht mit irgendeiner App. So sieht es von neu aus. Schönes Plätzlein, ruhig. Was will man mehr? Es ist neuer Morgen und es regnet richtig, wie ich es schon lange nicht mehr erlebt habe. Ich bin hier in Espen, ich fahre hier durchs Dorf, um wieder auf die A75 zu kommen. Schöne alte Steinhäuser. Ja, früher war die Straßenplanung halt anders mit
Kutschen und so, da hat man nicht so viel Platz gebraucht. Ich habe kurz angehalten, um schnell einen Blick auf das kleine Dorf zu wenden. Herrlich, das ist Zeitgeschichte. So war das früher. Ja, da oben sind sie, die kleinen Biester. Das hält sehr lange, diese Steinhäuser. Manchmal wundere ich mich, wie geschickt die Leute waren, einfach den richtigen Stein zu finden, damit die Mauer dann auch gerade ist und dass es einfach passt. Ja, einfach schön. He? Das gefällt mir viel besser als da die Moderne, muss ich ehrlich sagen. Ja, und ihr seht, die Wölfe, die bewegen sich immer mit mir. Ich muss die nicht rufen, ganz selten. Die kommen einfach nach oder beziehungsweise gucken, wo ich durchlaufe, laufen sie voraus. Ich bin jetzt in La Palissée im Schlosspark. Da ist das Schloss. Pause gemacht. Da ist der Park. Da sind früher nur die Adligen spazieren gegangen. Die hatten ihren eigenen Park und die haben natürlich ein super Leben gehabt, was wir heute auch alle in etwa haben, weil jetzt sind wir auch alles Adelige. Im Moment auf jeden Fall noch. Schöner Park hier. Ja, gestern war der ganze Tag Pisse, da habe ich gar nichts gefilmt. Das Fahrzeug sieht entsprechend aus. Es hat richtig geregnet. Jetzt bin ich wieder unterwegs Richtung Dol. Habe jetzt hier auf einer Raststätte angehalten. Ab und zu kommt die Sonne, damit meine Batterie auch langsam wieder ein bisschen hochgeht. Bin gerade am Videoschneiden für euch, damit ihr das heute noch kriegt. Übernachtet habe ich an einem schönen See. Und ja, bei Regen halt. Da bin ich schon wieder. Ja, also, bin mitten in Frankreich, fahre jetzt dann nach Dol und dann bald mal morgen vermutlich Schweiz. Und ja, dann bin ich mal in der Schweiz ein paar Tage. In Zürich mal kurz und dann in der Ostschweiz. Ja, okay. Schön wart ihr dabei und mal schauen, ob ich da wieder filme oder nicht. Ja, ihr seht es dann. Okay, dann Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Und bis bald. Tschüss.